Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077 mit mir, dem Jan. Ich habe gerade herausgefunden, wofür hier die ganzen Sachen sind. Weil ich habe das ja mal irgendwann gelesen gehabt, schon länger her, dass man ja Sachen ausrüstet und dadurch Panzerung oder so bekommt. Und durch die Outfits man ja nicht das anhat, was man hier anhat. Quasi. Und dann habe ich mir hier noch eine neue Waffe gemacht. Aber wo volles Potenzial freigeschaltet bei konstanten 10. Das weiß ich noch nicht, was jemand gemeint ist. Auf jeden Fall ist die schon schlechter. Ja, keine Ahnung. Aber ich habe mir jetzt einen Punkt aus. Ich frage mich immer noch, wie ich die Waffen wegstecken kann. Ja. Ich will nicht schießen, aber ich habe einfach eine Waffe in der Hand. Was habe ich denn hier für Nachrichten? Ich wollte nicht anrufen, ich wollte Nachrichten lesen. Komm doch mal in meine kleine Gemeinde vorbei, wenn du Zeit hast. Dann unterhalten wir uns ein wenig. Sebastian, Padre Ibarra. Danke, das gucke ich mir an. Richtige Entscheidung, wie. Du wirst den ganzen Kram lieben, den ich im Angebot habe. Waffen, Autos, Apartments. Meine Leute bekommen nur bloß das Beste. Nachts verlässt der Fuchs den Bau hinter den 5 Bambusrohren im Dorf und geht auf Jagd. Er stillt sein Durst am Wasserloch, während er auf dich wartet. Sucht er sich ein Schattingort unter den Kirschenblüten. Der Fuchs ist vorsichtig. Es wird erst wieder hervorgetreten, wenn er sicher ist, dass das Wasser nicht vergiftet wurde. Amateur? Ja, hier ist Teikmura. Ich nutze eine Wegwerfgerät und eine sichere Verbindung, aber ich hielt es trotzdem für vernünftig, meinen Geheimcode zu benutzen. Offenbar übersteigt er dein Verständnis. Wir treffen uns an den Docks an der Canal Street Japantown. Nachts, wenn dir niemand gefolgt ist, komme ich zu dir. Hast du das verstanden oder war das zu kompliziert? Kommst du jetzt oder nicht? Ist es Teil deines Codes? Ja, das Auto habe ich mir gekauft, warum auch immer. So, ist der Aufzug jetzt da? Nein. Kann er mal die Waffe wegstecken? So, wer weiß, was hier auf dich wartet. Ich sag doch, ich kaufe nichts. Ja, ganz sicher. Nein, ich bleib dabei. Ja,
Ach ja. Wieso läuft der nackt da durch die Gegend fast? Ist das schon wieder hier für einen Bandenkrieg? Was führt dich hierher? Hey! Hey du! Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Kommt drauf an. Was ist dein Problem? Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine Krankenakte? Will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist... Oh, eins meiner Implantate! Zufrieden? Hilfst du mir jetzt oder was? Na klar. Sehr gut. Worauf warten wir dann noch? Oh, zum Auto! Schnell! Welchem Auto? Ach, meinem Auto, was hier plötzlich steht. Oh. Garantiert befriedigend stand drauf. Lass mich raten. Ist das Dart Modell XCV-19? Ja. Woher weißt du das? Kenn mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe. Zurückgerufen. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey! War ja klar. Oh, fahr einfach! Nietze sie um! Bleib mal cool. Die sind gleich weg. Cool? Fuck! Das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich geb mein Bestes. Habe ich meinem Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Verdammt, du Scheiße! Mann, du bist doch selbst schuld. Kannst du wenigstens aufhören, so rumzuschreien? Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide still, Achu. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Selten so gelacht! Ja, ne? Okay, wir... Nicht dann später! Ich ruf dich an! Aber... Wie später? Ach, da ist ja was in der Kiste. Oh, das tut so verfickt weh! Scheiße! Hä? Wieso komme ich nicht da durch? Okay, Karte. Hey, wie hier ist ein Auftrag. Ich komme doch gar nicht da rein. Okay.
Ja, lad doch schneller. Hey, Willi! Hörst du mich? Laut und deutlich. Schrei nicht so rum. Was gibt's? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Pff, wie? Also wirklich? Ich schieß nicht zum Spaß, Wilson. Tut mir leid. Das respektiere ich, wie. Also, bis dann. Man sieht sich. Wie komme ich denn hier rein? Gibt es nur einen anderen Eingang? Tür. So. Wieso komme ich hier oben nicht rein? Feindlicher Bereich, achso, okay. Aber ich komme hier nicht durch. Lasse ich das erstmal. Steig in mein Auto ein und fahre nach da hinten.
Mann, wieso ist denn hier eine Straßensperre? Delamain-Fahrzeug ist nahe ihrer Position verschwunden. Ich halte die Augen offen. Aus unbekannten Gründen war die Übertragung der Koordinaten fehlerhaft. Deshalb kann ich nicht den exakten Ort bestimmen. Das war das Auto, was mir gerade entgegenkam. Oder? War das jetzt das NCPD? Keine Ahnung. Habe ich dich hier nicht schon mal gesehen? Kann sein. Gesichter kann ich mir gut merken. Geschlossen. Tut mir leid. Ich suche Evelyn Parker. Weißt du, wo sie gerade ist? Kam früher mal her. Hab sie aber eine Weile nicht gesehen. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Die Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Aber mach hier keinen Ärger. Hast du mich verstanden? Was soll ich denn hier für Ärger machen? Schön langsam, Kleine. Was sollen wir für dich tun? Ihn verprügeln. Und wenn das nichts bringt... Ich weiß nicht. Versuch's mit Waffen. Ich will nur mein Zimmer zurück. Dein Zuhälter hat dich rausgeworfen. Er meinte, ich mach nur Verluste. Dann sagte er, schönes Leben noch. Und das war's. Aber ich muss doch heute irgendwo schlafen. Liegt hier irgendwas rum? Freund von Judy. Hast du den Bagulio fertig geraucht? Ja, heißt also zurück an die Arbeit. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Wenn du es so mit Streunern hast, kümmere dich doch um deinen Gast. Sus, wir sind noch nicht fertig. Oh doch, und ob wir das sind. Du lässt einfach nicht locker, oder?
Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Mocks und Nomaden sind gar nicht so verschieden. Beide reden ständig von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Klassisches Dilemma. Was ist wichtiger, Familie oder die Welt da draußen? Es ist nur ein Club. Deine Philosophie interessiert hier keinen. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen. Es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Ja, geht dich nichts an. Ich will nur wissen, wie sie... Was ist mit dir los? Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch, da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Du noch was? Warte, du meinst, sie ist eine Puppe? Hat eine ganze Weile auf den Verhaltenschip gespart. F war gut. Sehr gut. Wochen im Voraus mit Stammkunden ausgebucht. Allerdings hält niemand so einen Job lange durch. Weshalb der Überfall? Verstehe. Clouds? Was ist das? Ein Puppenhaus. Kommt mir bekannt vor. Mit maßgeschneiderten Puppen für alle möglichen Fetische, oder? Unterbewusstsein des Kunden ist das Drehbuch. Puppe spielt die Hauptrolle. Erinnert sich danach aber an nichts. Wenigstens etwas. Du meinst, sie ist dorthin zurück? Sie meinte, dort sei es sicherer als hier. Und weiß Gott warum. Ich weiß alles, was ich wissen wollte. Danke. Ich guck mir den Laden mal an. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ich ruf dich an, okay? Danke. Danke, Vi. Eine Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in einem verblassenden Verstand. Ich sollte nichts überraschen. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Noch was zu sagen? Gesucht. Der Club hat zu. Hast du nichts Besseres zu tun? Der Streit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Weißt du, was mit Evelyn Parker passiert ist? Warum fragst du mich? Du hast doch Judy schon gelöchert. Ja, aber du bist hier der Boss. Könntest mehr als sie wissen. Evelyn hat die Mocks vor einer ganzen Weile verlassen. Und wer keine Mocks mehr ist, ist auch nicht mehr mein Problem. Der Club läuft doch bestimmt gut, oder? Kostet auch eine Scheißsumme. Wieso? Willst du investieren?
Nein, ich bewundere nur deine Arbeit. Wir haben den Laden vor Ewigkeiten übernommen. Frag mich jeden Tag, wie er immer noch steht. Uns geht's gut. Mehr sag ich nicht. Hab gehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Evelyn, gib's zu, hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Wirtus wie Diamanten. Gut gesagt. Gut, dann kann ich jetzt gehen. Schön in meine super geile Karre. Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs in Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin V. War's kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Wenn du Jobs suchst, ruf an. So viele Aufträge hier. Weiß man gar nicht, was man machen soll. Ups. Warum hat er mich denn so angehupt? Das ist jetzt hier meine Hauptmission? So wie ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Arasaka und die Tiger Claws stecken unter einer Decke. Interessant. Jeder Konzern hat Dreck am Stecken, aber die Straße hat eigene Gesetze. Die sind Abschaum. Gangs machen die Drecksarbeit, damit kein Anzug schmutzig wird. Überrascht dich das? Nein, ich meine, wenn Evelyn verschwinden will, besonders vor Arasaka, braucht sie was Besseres. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. 70% echt? Da hat aber jemand gute Laune. Man wird schließlich nicht jeden Tag von einem Halbhirntoten auf eine Nuttenjagd in einem Puff mitgeschleift. Also ich hab richtig Spaß. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Gut. Clouds. Okay, aber dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao.